Und damit begrüße ich euch zur ersten Ausgabe von Checkered Flag, dem P1 Formel 1 Talk. Mein Name ist Kurt Kuhb und das sind unsere heutigen Themen. Nico Rosberg, den WM-Titel schon verspielt. Silly Season, was passiert mit Vettel und Alonso? Horror Crash Jules Bianchi, was nun? Und Putin Sochi, ein Grand Prix mit Zukunft? So, kommen wir nun zu unseren Gästen bei der ersten Ausgabe von Checkered Flag, dem P1 Formel 1 Talk. Heute dabei ist zum einen Mats Hutzfeld. Hallo Mats. Guten Abend. Und dann der Danny Steinbrecher. Hallo. Ja, wir drei werden heute Abend uns mit den gerade angesprochenen Themen beschäftigen. Und das erste Thema ist Nico Rosberg, den WM-Titel schon verspielt. Ja, ihr beiden. Die letzten vier Rennen hat Lewis Hamilton eine Siegesserie hingelegt. Man sagt ja immer so schön, dass das Momentum jetzt auf seiner Seite ist. Was meint ihr? Hat Nico Rosberg den WM-Titel tatsächlich schon verspielt? Es gibt da ja auch so ein paar Verschwörungstheorien, dass das innerhalb des Teams da zu ganz komischen Dingen gekommen ist seit dem Spa-Unfall. Was glaubst du, Dani? Also ich denke mal nicht, dass er den Titel schon verspielt hat. Und das aus einem guten Grund, weil es im letzten Rennen doppelte Punkte gibt. Und somit ist eigentlich immer noch alles möglich. Allerdings hat er den meisten Druck, natürlich. Da, gerade dadurch, dass Hamilton jetzt die letzten Rennen so dominant auch gewonnen hat. Er hat Punkterückstand. Es ist schon schwierig für ihn jetzt. Ja, Mats, an dich die Frage. Was meinst du? Nico Rosberg vielleicht doch noch nicht reif genug für den Titel? Also man muss ja sagen, dass er in den letzten Rennen doch dann immer Fahrfehler gemacht hat, die ihn dann den Sieg gekostet haben. Also zum Beispiel in Sochi, dieser Verbremser in der ersten Kurve, ja, den ihm die Reifen gekostet haben, weil er ja da einen Bremsplatten hatte. Glaubst du das, dass er vielleicht fahrerisch noch nicht so weit ist oder generell fahrerisch nicht gut genug ist für einen Titel? Also ich denke, er hätte schon das Zeug zum WM-Titel, allerdings sitzt mit Lewis Hamilton ein Fahrer in seinem Team, der einfach um 10 Klassen besser ist, meiner Meinung nach. Ich fand, Nico Rosberg hat dieses Jahr eigentlich sehr viel Glück gehabt mit dem Pech haben oder eben nicht Pech haben mit Ausfällen, weil ich glaube, Hamilton ist 3 oder 4 Mal ausgefallen mit technischen Problemen. Rosberg, glaube ich, nur einmal, und zwar in Singapur. Und mit seinen Siegen hat er eigentlich immer relativ viel Glück gehabt. In Australien ist Hamilton ausgefallen, der auf Pol stand. Dann in Monaco hat er nur gewonnen, weil er in der Qualifikation ja geschummelt hat, wie Michael Schumacher 2006. Dann in Hockenheim ist Hamilton abgeflogen im Qualifying. Und ja, das sind schon 3 Siege, die so zustande gekommen sind, in denen er relativ viel Glück gehabt hat und deswegen eben die WM-Führung geerbt hat. Dann natürlich noch die Aktion in Spa, wo er dann eigentlich schon ein sicheres Punktepolster hatte. Und dann auch wieder in Italien, wo er eigentlich alle Trümpfe in der Hand hat, dann macht er 2 amateurhafte Fahrfehler, also ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Und jetzt ist er halt in so einer Art Abwärtsstrudel und im Moment spricht wirklich alles gegen ihn. Allerdings, wie Dani schon angesprochen hat, weiß man natürlich nicht, was im letzten Rennen ist, weil wenn da Hamilton ausfällt, dann lege ich mich fest, dann wird Rosberg Weltmeister. Aber das ist natürlich so eine Sache. Das wollen wir nicht hoffen, dass es dann durch so einen Ausfall entschieden wird. Und ja, ich lege mich fest eigentlich, dass Hamilton das wohl locker schaukeln wird jetzt die letzten 3 Rennen. Ja, also mit den Sachen, die du meinst, hast du definitiv recht. Rosberg hat schon ziemlich oft in der Saison von Ausfällen von Lewis Hamilton profitieren können. Und es sind noch 3 Rennen, Austin, Interlagos und Abu Dhabi mit diesen ominösen 50 Punkten, also doppelte Punktzahl. Da ist auf jeden Fall noch einiges offen. Gut,
Dann wechseln wir nun zum zweiten Thema unseres heutigen Checkered Flag F1 Talk, nämlich Silly Season. Was passiert mit Vettel und Alonso? Ja, wir haben das ja, glaube ich, alle in den Medien mitbekommen, also die meisten Formel 1-Fans auf jeden Fall. Vettel verlässt definitiv nach dieser Saison Red Bull, was ja eigentlich ziemlich überraschend kam, finde ich, weil ja, vor einem Jahr hätte man sich das niemals vorstellen können, dass wirklich nach 4 WM-Titeln hintereinander Vettel nach diesem Jahr sagt, tschüss, das reicht mir jetzt. Also das ist ja schon Sinn der Zunge gewesen und genauso Fernando Alonso, wobei man da schon sagen könnte, das hätte man sehen können, weil die Performance von Alonso, die hat ja, die Performance von Ferrari, Entschuldigung, hat ja in den letzten Jahren doch ziemlich nachgelassen. Ja, Mats, was meinst du? Wo führt der Weg von Alonso hin? Denn bei Vettel, da kann man ja schon so ein bisschen sagen, das geht zu Ferrari. Was meinst du, wird mit Alonso passieren? Also zu 70% wird er wohl zu McLaren gehen, auch wenn man da vielleicht ein paar Bedenken haben könnte wegen seiner ja, Skandalsaison 2007, als er sich da mit dem Team und auch mit Ron Dennis sehr stark zerstritten hat. Allerdings will McLaren ja mit Honda im Rücken im nächsten oder in den nächsten 2 Jahren auf jeden Fall sofort um den Titel mitfahren und das kann man eben nur mit einem Alonso und nicht mit einem Kevin Magnussen oder Jenson Button, der jetzt so langsam aber sicher in die Jahre kommt. Für Alonso ist es wohl auch eher, also die letzte Chance nochmal, ja, in ein wirkliches Top-Team zu kommen, weil ehrlich gesagt Ferrari ist im Moment kein Top-Team und Alonso hat ja auch gesagt oder durchklingen lassen, dass er unbedingt in ein Team will, welches ad hoc Erfolg haben kann. Und bei Ferrari, da drohen jetzt in den nächsten Jahren, falls Vettel wirklich dahin wechseln sollte, starke Umstrukturierung. Und da deutet sich das eben an, dass der Aufwärtstrend oder der mögliche Aufwärtstrend nicht erst, also nicht schon im nächsten Jahr, sondern eher in 2, 3, 4 Jahren sich bemerkbar machen wird. Ja, definitiv. Ja, Dani, was meinst du? Ferrari ist eher ein schwieriges Thema im Moment, ne? Also, da konnte man in den letzten Monaten doch schon sehr komische Entwicklungen sehen, oder? Also, zum Beispiel der Rausfall von Luca de Montezemolo und dann, ja, einen Matiacci einzustellen, der wirklich null Formel-1-Erfahrung hat. Siehst du das auch so, dass bei Ferrari im Moment so ein bisschen der Haussegen schief hängt? Ich glaube, der Haussegen hängt schon etwas länger schief. Und das ist jetzt eher das Resultat daraus. Man will jetzt umstrukturieren. Wie Mats schon sagte, sehr wahrscheinlich dann mit Sebastian Vettel als Zugpferd. Ja, und um ihn rum soll alles aufgebaut werden. Er bringt dann vielleicht wahrscheinlich auch Mechaniker und Ingenieure von Red Bull mit. Ja, das kann schon eine spannende Sache werden. Das war damals mit Michael Schumacher ja ähnlich. Er hat ja auch seine ganzen Leute mit zu Ferrari gebracht. Ein Team, was wirklich am Boden lag und ja, hat es dann sehr erfolgreich nach oben gebracht. Ob das jetzt bei Vettel so laufen wird, weiß man nicht. Zumal wir ja noch nicht hundertprozentig wissen, ob er wirklich zu Ferrari geht. Die Chancen stehen gut. Ja, und dass Fernando Alonso von Ferrari weggegangen ist. Ja, ob das eine gute Idee war, das werden wir dann auch erst sehen. Bei McLaren weiß auch keiner, ob Honda den Motor ordentlich entwickelt und wenn sie einen ordentlichen Motor haben, ob McLaren in der Lage ist, überhaupt ein siegfähiges Auto darum zu bauen. Weil momentan haben sie mit Mercedes den besten Motor und können ja nur so mittelprächtig mithalten. Ja, definitiv. Man muss auch bei den möglichen Trennungsgründen bei Vettel und Red Bull sagen, dass das sogenannte Dream Team mit Christian Horner, Vettel und auch Adrian Newey so langsam aber sicher ja wohl auseinanderbrechen wird. Oder was heißt auseinanderbrechen? Newey hat ja angekündigt, dass er sich nicht mehr voll und ganz auf die Formel 1 konzentrieren will, sondern auf andere Projekte mit Red Bull. Das könnte natürlich ein wichtiger Grund sein.
Und bei Alonso könnte es ja auch noch sein, dass er so eine Art Babypause macht, also so ein Sabbatjahr, wie es ja auch Alain Prost gemacht hat, 92, glaube ich, als er bei Ferrari rausgeschmissen wurde und dann ein Jahr warten musste, um 93 dann in den hochüberlegenen Williams zu kommen und da dann noch einmal Weltmeister zu werden. Ja, auch das ist denkbar. Ja, Kimi Räikkönen hat es ja sozusagen vorgemacht mit diesen Pausen, ja, mit den Jahren Pause, wobei bei ihm ja jetzt kein direkter Erfolg zu sehen ist im Moment, aber das ist ein anderes Na Thema. komm, das ist doch Ja. Riesenerfolg. Platz 9 zuletzt, also das ist schon ganz gut gewesen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt mal einen Cut machen und es läuft so ein bisschen die Zeit davon. Ja, das nächste Thema ist ein sehr trauriges Thema, was aber auf jeden Fall heute hier auch rein muss. Es geht natürlich um den Horrorcrash von Jules Bianchi. Ja, die Frage ist, was nun? Es gibt natürlich jetzt nach diesem Unfall viele Gedanken, was man machen könnte, um dies in Zukunft zu verhindern. Aber was meint ihr beiden? Dani, was meinst du? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, so einen Unfall zu verhindern? Denn da war sehr viel Pech dabei. Ja, also das war schon ein sehr, sehr unglücklicher Zufall. Unfall, nicht Zufall. Ja, ob man solche Unfälle verhindern kann, es ist immer noch Motorsport in der höchsten Klasse und ja, ganz verhindern wird man es nicht können. Allein die Tatsache, dass er noch lebt, ist ja eigentlich schon ein Riesenwunder, wenn man die Bilder gesehen hat. Ja, was für Möglichkeiten stehen im Raum? Eine Haube über den Kopf, also dass quasi ein geschlossenes Cockpit haben. Ob das das Ausschlaggebende ist, dann am Ende wage ich zu bezweifeln. Aber eine andere Sache, die in den letzten Tagen in den Raum geworfen wurde, war eine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung. Sobald irgendwie ja, die Rennleitung das vorgibt, würde auch den Vorteil haben, dass alle ihre Positionen und auch die Abstände beibehalten würden. Wäre auch von dem her fair. Ob das kommt und wann das kommt, es steht natürlich noch in den Sternen. Das wird noch ziemlich lange dauern. Alles in allem kann man sagen, es war eigentlich wirklich ein unglücklicher Unfall und eine Schuld da jemandem zuzuweisen, möchte ich hier ungern machen. Ja, das sollte man definitiv nicht machen. War sehr viel Pech im Spiel und man muss ja auch nochmal betonen, dass die Idee, die öfters jetzt in den Köpfen rumgeht, dass man halt die Cockpits zubaut sozusagen. Ich glaube, in dem Fall hätte das auch nichts gebracht, denn ja, auch bei so einem großen Zusammenprall hätte, glaube ich, da eine Glaswand oder was auch immer hätte da auch nachgegeben. Und da gibt es natürlich auch Gefahren im Motorsport. Wenn dann mal das Auto brennt und man kommt nicht mehr raus und so weiter. Also auch das hat seine Schattenseiten auf jeden Fall. Ja, Mats, was meinst du? Wird bei Bianchi immer noch mal in einem Formel-1-Wagen sitzen? Ich denke nicht, die Ärzte haben da, glaube ich, schon gesagt, dass das sehr schwierig wird, oder? Also ganz ehrlich, ich habe da keine Ahnung, keinen Schimmer. Ich kann da nicht wirklich viel zu sagen. Also es wäre ihm natürlich also sehr zu wünschen, weil ich glaube, er war schon ein großes Talent, war ja auch mit im Ferrari, ja, Ferrari-Testfahrer, glaube ich, und wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, ihn dann ab 2016 neben Vettel im Auto zu platzieren. Ja, das ist sehr tragisch gelaufen, definitiv, ja. Und das ist natürlich einfach nur bitter. Also hoffen wir das Beste für ihn, dass er wieder auf die Beine kommt, aber ob er nochmal Formel 1 fährt oder generell im Motorsport zu sehen sein wird, das wage ich auch zu bezweifeln. Ja, es ist sehr, sehr traurig, vor allem, wenn man sich ein bisschen mit Bianchi beschäftigt und den Kommentaren, die er von sich gegeben hat in den letzten Tagen vor dem Unfall. Da hat er tatsächlich gesagt, er ist bereit für Ferrari. Und ja, umso tragischer, dass das jetzt dadurch verhindert wurde. Aber wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Und wie Danny das schon gesagt hat, ich glaube, es ist schon allein ein Wunder, dass er noch lebt. Denn in den Medien geistert ja die Zahl 92G rum. Und ja, das ist einfach eine
geheure Kraft, die man eigentlich normalerweise nicht überleben kann. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen, dass Bianchi das Ganze hoffentlich übersteht, weil er ja sehr stark zu scheinen scheint. Ja, müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Wir behalten das natürlich in den nächsten Ausgaben im Auge. So, kommen wir jetzt zum letzten Thema. Das ist dann wiederum wieder ein bisschen witziger. Da geht es nämlich um Putin Sochi, ein Grand Prix mit Zukunft. Ja, letzte Woche war es dann soweit, das erste Rennen in Russland in Sochi. Und man muss sagen, jetzt von der politischen Lage mal abgesehen, das Wochenende scheint ein riesiger Erfolg gewesen zu sein. Fast alle ja, Medien, Fernsehsender, Kommentatoren, Moderatoren haben sich positiv zu dem Wochenende geäußert. Es wäre alles super geplant gewesen. Eine Gastfreundlichkeit, die es fast nirgendwo gibt. Was meint ihr? War das erste Wochenende in Sochi ein Erfolg? Also so von der Außendarstellung her auf jeden Fall. Also waren ja auch sehr viele Fans da. Wenn man das mal mit Hockenheim vergleicht dieses Jahr, war ja regelrechter Andrang. Ob das jetzt alles gut organisiert war oder nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber war dann doch wohl, glaube ich, so, wenn man einigen Aussagen Glauben schenken darf. Was mir nicht gefallen hat, war das Rennen an sich und auch die Rennstrecke, weil ich fand, die war jetzt nicht so wirklich atemberaubend. Das ist für mich alles so ein Einheitsbrei. Also ich finde, die sah genauso aus wie Valencia oder Ja, Korea. definitiv. Das ist zum Kotzen teilweise. Also das geht gar nicht. Dann auch immer diese 90-Grad-Kurven und also das muss nicht sein. Ja, da kann man definitiv Parallelen ziehen zu den Strecken, haben ja auch die Fahrer sofort gesagt. Muss man in den nächsten Jahren beobachten, ob die Rennen dann spannender werden. Ja, da kann man auch lange drüber reden, was so ein Rennen spannend macht. Ich denke, das ist auch so ein bisschen Zufall. Wir haben ja Mitte der Saison, fand ich, ein paar sehr spannende Rennen gesehen. Jetzt ist das Ganze wieder ein bisschen abgeflacht, leider. Ich glaube, da ist auch sehr viel Glück dabei, wenn wir ein richtig gutes Rennen sehen. Ja, abschließende Frage an Dani noch zu dem Thema. Wenn man sich das Ganze anguckt hat, besonders das Ende des Rennens, da könnte einem schon ein bisschen schlecht werden. Oder hat man vielleicht auch mal das ein oder andere Lachen im Gesicht gehabt, wenn man sich die Darstellung von Putin angeguckt hat. Also das fand ich wirklich sehr, sehr lächerlich, wie das da aufgemacht wurde. Sobald er da angekommen ist, dauernd die Kamera auf ihm, auch wenn das Rennen noch lief. Also ich glaube, zwei, dreimal mitten im Rennen wurde auf ihn gehalten, einfach so, wie er da sitzt mit seinen Leuten und einfach nur redet. Und dann auch die Siegerehrung, dass Ecclestone dann mit ihm zusammen auf das Siegertreppchen kommt und dann so völlig stolz beide da die Pokale übergeben. Das fand ich sehr, sehr, ja, überbetont, sage ich mal. Dani, wie hast du das gesehen? Ja, also die Sachen während des Rennens haben mich schon sehr gestört. Weil wenn ein Rennen läuft, dann möchte ich die Fahrzeuge sehen und nicht irgendwelche Leute, die auf der Tribüne sitzen. Es gab allerdings dann auch eine Szene, über die es relativ viel diskutiert wurde. Und zwar nach dem Rennen vorkommen die drei besten Fahrer ja immer in den Raum, wo sie ihre Helme ablegen und alles für die Siegerehrung vorbereiten. Und weil dort Putin mit drinne stand, war dann ein bisschen so eine gedämpfte Stimmung. Ich muss dazu sagen, es ist ja eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, dass die Leute, die die Pokale übergeben, auch mit da oben sind. Deswegen war das gar nicht so schlimm, fand ich. Und auch die Sache mit der Siegerehrung ganz am Anfang, die ja, ach, mit der Siegerehrung ganz am Anfang, das ist natürlich Quatsch, mit der Nationalhymne ganz am Anfang des Rennens. Vor dem Rennen. Ja, die wurde ja zusammengelegt, ein bisschen mit der Schweigeminute für den Bianchi. Und das hat alles so ein bisschen ausgesehen, so, jetzt muss die ganze Welt stramm stehen für die russische Nationalhymne. Das fand ich natürlich auch nicht so toll. Auf der anderen Seite, dass man, wenn eine Nationalhymne kommt, ein bisschen, ja, ruhig ist und den Leuten auch ihren Stolz lässt und dass sie da ja, eine Minute haben, wo sie in sich gehen können. Das sollte vielleicht nicht nur in Russland so sein. Da haben sich ja auch andere Rennstrecken
so ein bisschen drüber aufgeregt, dass da immer viel Tumult ist, wenn die Nationalhymne kommt. Fand ich vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, kann man definitiv drüber nachdenken und das mal anderen Strecken oder Austragungsländer ans Herz legen. Wie gesagt, generell fand ich, war das Wochenende vom Aufbau und von der Organisation voller Erfolg und kann man wirklich nur empfehlen, dass das manche Strecken nachmachen. So, das war dann auch für heute unser letztes Thema. Ich glaube, wir haben einen guten Zeitrahmen erwischt. Ich bedanke mich schon mal bei euch beiden. Beim nächsten Mal haben wir vielleicht den einen oder anderen noch mit dabei. Und jetzt zum Schluss sage ich dann noch, dass ihr jetzt da draußen gefragt seid. Schreibt einfach eure Meinung zu den ganzen Themen, die wir besprochen haben, unten in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Beteiligt euch und das, was ihr schreibt, werden wir definitiv in den nächsten Folgen behandeln. Wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere ja von euch bei manchen Thesen recht und es kommt wirklich so. Da werden wir auf jeden Fall einen interaktiven Teil mit einbauen und wie gesagt, wir würden uns alle sehr freuen, wenn ihr euch da ein bisschen beteiligt und euren Senf dazu gibt. So, ich bedanke mich nochmal bei euch beiden und dann würde ich sagen, hören wir uns dann nach dem Rennen in Austin zur nächsten Ausgabe von Checkered Flag, dem P1 Formel 1 Talk. Bis dann, schönen Tag noch.